So, moin moin, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Letztes Mal waren wir bei 3.1.1 Party Again und jetzt sind wir schon bei 3.1.2 Fetch the Stars. Ich sehe, es sind nur noch 4 Level, krass. Sind wir sogar bald durch? Ah, okay, also diesmal Carol arranges a romantic date with Caroline. Aha, on a frozen lake. Where he fetches the stars from the sky. German for goes to the ends of the world and back. Ach so, okay. Spannende Sache. Okay, ich hätte mal gesagt, starten wir direkt durch. Fetch the stars. Zack, 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 zack. So, let's go. Schauen wir uns an, was Carol so zu tun hat. Auch hier haben wir irgendwie wieder einen Frozen Lake, also darf er wahrscheinlich nicht hier durchfallen, so wie beim letzten Level auch. Oh je, das ist ganz schön steil hier. Naja, im Endeffekt, er holt halt alle Sterne vom Himmel, vom Nachthimmel. Easy. Das kriegen wir hin. Ich hätte gesagt, wir machen den gleichen Ansatz wie hier unten. Der war ganz schön, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn ihr da anderer Meinung seid, schreibt es in die Kommentare, schreibt einen schöneren Ansatz in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Also, while, ja. Front ist clear im Endeffekt, ne? Weil hier hinten ist die Front ja nicht mehr clear. Hätte ich jetzt mal gesagt. While Front is clear. Also F10, zack, let's go. Soll er sich nach links drehen? Turn left. Und dann im Endeffekt das gleiche machen wir hier. Repeat fünfmal. Man, das ist jetzt auch mal wieder hier so, einfach mit bisschen Abstand. Ich nenne es jetzt mal abheben. Abheben, also er hebt ja quasi ab, weil er von dem See abhebt. Whatever, keine Ahnung. Also, hier hebt er ab. Ist dann hier oben bei 5. Und da kann er dann eben jetzt überprüfen, if front is clear. F10. Oder quasi. Genau, if front is clear. Ist if not clear, ach jetzt, ich habe gerade schon gedacht, was rede ich? If front is not clear, dann pick beeper. Ich muss gerade immer schauen oben, weil ich es irgendwie nicht mehr so ganz im Kopf habe. Dann pick beeper, turn around. Ja genau, turn left, nee, nichts da. Turn around brauchen wir. Zack. Und dann wieder fünfmal nach vorne laufen. Und dann können wir das hier gleich nehmen. Turn around, genau. Und jetzt, wenn das natürlich nicht eintrifft, dann müssen wir else machen. So, und da bauen wir jetzt das gleiche ein, nur mit 6. Also im Endeffekt das, was wir ja gerade schon hatten. Also auch forward, logischerweise. Und jetzt kann ich hier wieder überprüfen, if front is clear. Oh je, jetzt habe ich. Nein, 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 nein. Was habe ich denn jetzt gemacht? SRGC. Oh shit, ich habe irgendwas, ich habe anstatt SRGV habe ich SRGC gedrückt. Oh, jetzt muss ich mal schnell schauen, ob alles noch stimmt. Move forward, if front is clear, bam, 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 da muss hier die 6 rein, logischerweise. Move forward, turn left. If front, genau, ja, super. Scheint zu passen, ich glaube, ah ne, passt. Else, if, boom, das schließt das hier, das schließt das if. Dementsprechend schreiben wir hier unten weiter, else. Und hier haben wir auch wieder, wir müssen hier natürlich noch den Pick Beeper. Ah ja, genau, haben wir drin. Und dann else, move forward, Pick Beeper, turn around, repeat, bam, bam, bam. Weil wir wissen ja dann nach 7 Mal, ist auf jeden Fall, also weiter als 7 können sie ja nicht weg sein, die Sterne. So, dann hätten wir das auch. Gucken wir noch schnell, dass wir hier die 7 reintragen. Und ich glaube, dass das Level sogar so schon beendet ist. Ich teste jetzt mal schnell. Und würde es dann auch gleich nochmal durchgehen und erklären, wie es funktioniert. Oh. Funktioniert doch nicht. Ja, also theoretisch. Ja, also man könnte hier oben einen Repeat 9, glaube ich, reinmachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Man könnte hier einen Repeat 10 reinmachen. Ja, ist nicht das Schöne.
Ich mache es jetzt erstmal. Repeat. Weil wenn das natürlich jetzt eine längere See ist, dann wird es schwierig für Carol, das doch noch zu machen. So müsste es jetzt gehen. Zack, 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 zack. Fertig. Einzig schade, was ich jetzt halt finde, ich mag das nicht so, wenn man da einfach so ein Repeat einbaut. Auch hier, ich bin da jetzt nicht so der große Fan von. Ich mag das mehr, wenn man ein While reinmacht. Hier mache ich das halt ganz klar. Repeat 5, weil er dann wieder 5 zurücklaufen muss. Und hier unten natürlich, weil er dann immer 6 und 7 zurücklaufen muss. Und da geht er immer 1 weiter nach vorne quasi. Da kann man hier auch nochmal ein Enter reinpacken, dass man da so ein bisschen eine Abstufe, nicht eine Abstufung hat, aber dass es einfach nochmal so einzeln ist. Genau. Auf jeden Fall bin ich mir jetzt selber nicht so ganz sicher, ob man, ja, ob das nicht noch einen schöneren Weg gibt. Ich überlege gerade. Der kann halt theoretisch überprüfen, wenn da noch eins liegt, aber er kann ja nicht hoch, also er wird ja am Ende nicht nochmal hochlaufen. Das macht auch keinen Sinn. Ich glaube, so lassen wir das mit Repeat 10. Ich schaue mir jetzt das mal ganz kurz noch auf einem anderen Ding an und würde es dann einfach nochmal erklären. Ja, passt. Okay, also, dann erkläre ich es jetzt einfach nochmal. Machen wir jetzt nochmal ein neues, dann haben wir einfach nochmal getestet. Also, Start. Ach, habe ich gerade mit Goal getestet. Ach, das, ja egal, ich weiß es schon gerade mal. Durch den Windmiss. Also, er wiederholt eben 10 Mal, weil es ja eben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sind. 10 Mal, wo es ja 10 Sterne holt er vom Himmel quasi. Und als erstes dreht er sich eben immer nach links und hebt dann ab, in Anführungszeichen. Also, er geht nach 5 nach vorne. So, wenn er dann 5 nach vorne gelaufen ist, ah, noch eins, hoppala. Es könnte ja auch sein, dass er hier zum Beispiel steht, also auf der Höhe quasi. Und jetzt muss er eben überprüfen, ist vor ihm denn schon, ah, ich könnte auch hier eigentlich, if on Beeper. Das könnte ich machen, das ist vielleicht mal ein bisschen schöner. Muss man nicht, aber ich finde das, glaube ich, eine ganz schöne Sache. Also im Endeffekt funktioniert es ja so auch, aber ich finde das schöner. Also if, wenn er da jetzt eben auf einem Beeper steht, dann nimmt er den gleich mit, pick Beeper, turn around, runter, turn left. Und dann eins vorwärts. Ich kann es ja auch kurz. Ja, ich kann es jetzt nicht weitermachen. Ist ein bisschen blöd. Ich mache hier mal ganz kurz noch die nochmal On-Beeper. Ich finde es aber schöner, weil er steht da so im Motto: stehe ich gerade auf einem Stern. Was natürlich ganz, ja, hübsch ist, war der, war egal. Auf jeden Fall. Ach, jetzt haben wir. Habala, nächste Reihe. Also er geht 5 nach vorne. Das war die Höhe. Und jetzt guckt er: bin ich auf einem Beeper? Nö, bin ich nicht. Also else. Geht 1 nach vorne. Wieder: bin ich auf einem Beeper? Nö, bin ich immer noch nicht. Also move forward. Gerade waren wir hier, jetzt sind wir hier. Geht eins nach vorne, pickt dann die Beeper, weil es ja maximal 7 sein können. Dreht sich um, rennt 7 wieder runter. Tak, 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 tak. Und dann wieder turn left. Und geht, wenn es eben vor ihm frei ist, was ja hier hinten nicht mehr der Fall ist. Deshalb habe ich das extra eingebaut. Move forward und das Ganze geht von vorne los. Und das Ganze eben 10 Mal und dann ist er fertig. Ja, also ich glaube, das ist schon Erklärung genug. Was ich jetzt mal noch mache, ich schreibe auch noch mal kurz das dazu. Was ich beim letzten Mal auch schon dazu geschrieben habe, eben mit den verschiedenen Ebenen. Wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt, fragt mich einfach. Ich antworte gerne. Also er hebt erst ab. Jetzt kann ich hier gucken. Nach 5 Schritten auch schon am Stern? Fragezeichen. Dann können wir hier machen. Nach 6 Schritten. Na, machen wir hier noch nach. Schon am Stern, Fragezeichen. Und hier unten. Ja, okay. Ich mache es hier hin. Wenn nach 6 Schritten nicht am Stern, muss der Stern, schreiben wir mit N, wie sagt man, nach 7 Schritten erreicht sein. Ach, keine Ahnung, ist ein bisschen lang, aber ist egal. Also nur damit man es verstanden hat. Nicht am Stern ist ich mache es ein bisschen kürzer, weil ist Stern nach 7 Schritten erreicht. Oh, aber da, so, aber damit es kürzer ist. Genau. Else, bam, 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 fertig und durch. Schön, also ich würde sagen, es ist auch schön programmiert. Warte mal, was ist denn jetzt los? Warum habe ich keinen Balken zum Ziehen und warum?
Ah, jetzt. Komisch. Also, ihr habt es, glaube ich, gerade gesehen. Ich war hier nicht ganz links. Naja, okay. Also ich denke, ihr habt es soweit verstanden. Bei Fragen oder einem schöneren Code einfach in die schöneren Codevorschlag einfach in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich freue mich natürlich über einen Like und auch gerne über einen Kommentar. Das freut mich wirklich immer sehr, die lieben Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Jetzt sind es ja wirklich nur noch drei Level. 3.2 noch und dann sind wir durch. Super, dann wünsche ich einen schönen Tag, haut rein und viel Spaß beim Programmieren.